Kennt ihr den Splatter-Horror-Klassiker Saw, in dem Menschen von einem Psychopathen in eine lebensbedrohliche Situation gebracht werden, in der sie ihren Tod nur abwenden können, indem sie sich selbst oder andere verletzen? Konkret geht es dabei darum, dass sich das Opfer seinen eigenen angeketteten Fuß absägen muss, um sich zu befreien. Who's a coward now, Mama? Oh my God! I did it! We're saved! What's wrong? Wrong foot. Nun, ich weiß nicht, ob die ukrainischen Strategen diesen Film kennen. Bei Geoerschef Budanov kann ich mir dies durchaus vorstellen. Aber im Grunde basiert dieses Dilemma auf derselben Metapher, die wir nun live anhand der realen Entwicklung auf der Krim beobachten können. Die Russen müssen in diesem Fall dabei zusehen, wie ihnen die Ukrainer die Fessel um die von ihnen besetzte Halbinsel enger und enger ziehen. Und sie scheinen nicht viel dagegen unternehmen zu können. Russland dort treffen, wo es wehtut. Die Ukraine zieht die Schlinge um die Krim immer enger. Die Ukraine macht es Russland immer schwerer, die illegal annektierte Krim zu halten, denn die laufende Kampagne zieht auf die Luftverteidigung, die Eisenbahnlinien und die Seerouten. Ukrainische Streitkräfte zerstörten im Mai und Juni etwa 15 Luftabwehrsysteme auf der Krim. Besonders stark betroffen waren die Luftabwehreinheiten der S-300, S-350 und modifizierten S-400-Systeme. Dutzende von Startgeräten, mehr als 15 Radarstationen und mehr als 10 Kommandoeinheiten wurden zerstört. 23. Juni 2024. Das Ziel des heutigen ukrainischen Raketenangriffs auf den Nordwesten der Krim, bei dem mindestens 8 Langstreckenvarianten der MGM-140 Attack-Camps zum Einsatz kamen, scheint das sowjetische Weltraumaufklärungs- und Kommunikationszentrum NIP-16 in der Nähe der Stadt Jevpatoria an der Schwarzmeerküste gewesen zu sein. Der Standort war nach der Annexion durch Russland 2014 dem Kommando der russischen Luft- und Raumfahrtverteidigungskräfte als nukleare Frühwarn- und Leitstelle unterstellt worden. 23. Juni 2024. Strandurlaube auf der Krim werden von tödlichem Schrapnellregen einer ukrainischen Rakete getroffen. Russische Behörden geben an, dass mindestens 5 Menschen getötet wurden, nachdem Luftabwehrsysteme ein Projektil über einem beliebten Ferienort abgefangen hatten. Aber wieso ist gerade die Krim die kritischste Schwachstelle, die wohl größte Achillesferse Russlands und zugleich der wichtigste Cheatcode der Ukraine? Warum ist sie das Zünglein an der Waage, an dem sowohl der Beginn des Krieges als auch dessen Ende hängen? Russlands Krieg in der Ukraine begann auf der Krim. Dort könnte er auch enden. Wenn es einen Ort gibt, an dem die Ukraine im Krieg gegen Russland gewinnt, dann ist es die Krim. Wieso könnte sich an der Schwarzmeerhalbinsel mit ihrer bewegten Historie, schon seit Jahrhunderten ist sie der Zankapfel der Großmächte, auch diesmal die Frage entscheiden, welche der beiden Seiten diesen Krieg gewinnt? Und auch in welche Richtung es mit Europa als geopolitische Macht geht. Nun, eine gesicherte Tatsache ist, dass die russischen Streitkräfte ohne die Krim als riesige Operationsbasis weder in der Lage gewesen wären, in den ersten Tagen ihrer Invasion 2022 so rasch den Süden der Ukraine zu erobern, als auch ihn bis heute zu halten. Aber ist eine Rückeroberung der Krim durch die Ukraine überhaupt realistisch? Werden die Russen eines Tages wirklich gezwungen sein, sie abzusägen wie einen von der Blutzufuhr abgeschnürten und verfaulenden Fuß, damit die Infektion nicht auf den ganzen Körper überspringt? In diesem Video-Zweiteiler werden wir den ganzen Krim-Komplex aufrollen und auflösen. Von den historischen und geostrategischen Grundlagen über das konkrete Vorgehen der ukrainischen Streitkräfte zu ihrer Rückeroberung, das wir Phase für Phase auseinandernehmen werden, bis zu den Folgen, die es für das Putin-Regime und ganz Europa haben wird. Kleiner Spoiler vorab, auf der Krim ist den ukrainischen Streitkräften in Zusammenarbeit mit ihren Verbündeten das geniale Husarenstück gelungen, jenes eiserne Prinzip zu durchbrechen, das diesen Krieg so stark kennzeichnet und in die Länge zieht. Die Regel, dass die Defensive der Offensive stark überlegen ist und der Angreifer viel mehr Ressourcen aufbringen muss als der Verteidiger, um auch nur minimal voranzukommen. Am Ende dieses Videos und des zweiten Teils werdet ihr genau verstehen, wieso dem so ist, wie die Ukraine die Umkehrung dieses überall an den anderen Frontabschnitten geltenden Grundsatzes bis zum Anschlag ausnutzen werden und wieso deswegen die Zeit gegen Putin arbeitet. Ja, wieso genau aus diesem Grund unter seinem Allerwertesten 3 große Zeitbomben ticken und jeder Versuch, sie zu entschärfen, die Explosionsgefahr noch weiter erhöht. Also schnallt euch an und spitzt die Lauscher, falls euch interessiert, wieso das perfekte Dilemma für Putin einen ganz bestimmten Namen hat. Die Krim.
Lasst mich euch vorher aber bitte noch kurz den Sponsor vorstellen, der das heutige Video erst möglich gemacht hat. Surfshark. Surfshark ist nämlich das VPN, das sich von wirklich allen anderen VPNs so stark abhebt, dass ich mich dauerhaft dafür entschieden habe. Es ist nämlich das einzige VPN, das in mehr als 100 Ländern Server unterhält, insgesamt über 3200 Stück. Und gleichzeitig in der EU, nämlich die Niederlanden, beheimatet ist. Das heißt, es bietet dir maximalen Datenschutz, Verlässlichkeit, aber auch Anonymität, Performance und Wahlmöglichkeiten. Nutzt du zum Beispiel unterwegs, in Cafés, bei Freunden oder auf der Arbeit ein WLAN, dessen Sicherheitseinstellungen du nicht kennst? Dann solltest du sensible Anwendungen wie Online-Banking oder selbst E-Mails auf keinen Fall ohne ein gutes VPN nutzen. Aber Achtung, das ist erst der Anfang. Wusstest du, dass viele Firmen wie zum Beispiel Airlines ganz unterschiedliche Preise anbieten können, je nachdem von welchem Land aus man bestellt bzw. ein Ticket bucht? Viele sind sich dessen überhaupt nicht bewusst, aber dies kann je nach Standort schon mehrere hundert Euro ausmachen. Tja, solche Diskriminierungsversuche kannst du mit Hilfe eines VPNs überlisten, denn es ermöglicht dir so zu tun, als würdest du von einem anderen Land aus ins Internet gehen. So kannst du zum einen richtig Geld sparen und zum anderen kannst du dann auch auf Websites zugreifen, die in dem Land, in dem du gerade wirklich bist, nicht verfügbar wären, ob daheim oder auf Reisen. Damit schlägst du Zensur und Geoblocking ein Schnippchen. Du willst zum Beispiel Netflix-Shows genießen, die nur in den USA verfügbar sind, oder deutsches Internetfernsehen im Ausland gucken? Mit Surfshark kein Problem. Aber das ist noch lange nicht alles. Surfshark kommt darüber hinaus nämlich mit einer ganzen Batterie von Sicherheitstools. Surfshark Alert überwacht permanent, ob deine persönlichen Daten wie E-Mail-Adressen, Passwörter oder Kreditkartennummer nicht irgendwo im Netz geleakt worden sind. Und Surfshark Search ist eine anonymisierte und werbefreie Suchmaschine, die keinerlei Benutzerdaten erfasst oder speichert. Schließlich bekommst du mit Surfshark Antivirus auch einen umfassenden Schutz gegen Viren und Malware für all deine Geräte und in einem Paket. So, und wenn du meinen Rabattcode Marc Reicher angibst, außerdem kannst du mit der 30-tägigen Geld-zurück-Garantie Surfshark wirklich vollkommen unverbindlich und risikofrei ausprobieren. Den Link zu diesem Angebot findest du wie immer in der Beschreibung unter diesem Video. Also, nichts wie los, besorgt dir Surfshark und surfe ab jetzt sicher und ohne diskriminiert zu werden im Internet. Das begehrteste Juwel der Schwarzmeerküste. Die Krim war einer der Hauptgründe für Putins Invasion der Ukraine, sowohl 2014 als auch 2022. Sein großes strategisches, geo- und innenpolitisches und auch wirtschaftliches Ziel, ohne das all seine anderen unerreichbar sind. Ein Verlust der Krim würde ihn um mehr als 10 Jahre weit hinter den Nullpunkt seines imperialen Expansionsabenteuers zurückwerfen. Ein Rückschlag, den er während seiner Lebenszeit nicht mehr wettmachen könnte. Wirtschaftlich betrachtet ist die Krim der Schlüssel für den Zugang zu den Öl- und Gasreserven im Schwarzen Meer sowie die Kontrolle über wichtige Handelsrouten. Der zusammenhängende Landkorridor zu Russland erleichtert überdies diese Kontrolle und sichert sie ab. Kurz vor der verkappten russischen Invasion 2014 schickte sich die Ukraine an, die vor ihrer Küste liegenden immensen Erdgasvorkommen zu erschließen, was Europa schon damals unabhängig von den russischen Gaslieferungen gemacht und auch ordentlich die Preise gedrückt hätte. Mit der Einnahme der Krim gewinnt Putin ein Meer von Treibstoffreserven. Als Russland im März 2014 die Krim eroberte, erwarb es nicht nur die Landmasse der Krim, sondern auch ein Seegebiet, das mehr als 3-mal so groß ist wie die Krim, mit Unterwasserressourcen im Wert von möglicherweise Billionen von Dollar. ExxonMobil, Royal Dutch Shell und andere größere Ölfirmen hatten zuvor bereits Erkundungsarbeiten im Schwarzen Meer durchgeführt und einige Erdölanalysten sind der Meinung, dass das Potenzial des Schwarzen Meeres mit dem der Nordsee vergleichbar ist. Der Ölrausch, der in den 1970er Jahren begann, hat die Volkswirtschaften Großbritanniens, Norwegens und anderer europäischer Länder beflügelt. Sie sitzen auf 10 bis 12 Billionen Dollar an wichtigen Mineralien in der Ukraine. Ich möchte diese Reichtümer nicht Putin überlassen, damit er sie mit China teilt. Sie könnte das reichste Land in Europa werden. Wenn wir der Ukraine jetzt helfen, könnte sie der beste Geschäftspartner werden, von dem wir je geträumt haben. Republikanischer US-Senator Lindsey Graham. Ein Albtraum für den Kreml, auch weil dies den Ukrainern einen Wohlstand gebracht hätte, der den Russen demonstrieren würde, dass man keinen Diktator braucht, um nicht im post-sowjetischen Elend der 90er Jahre stecken zu bleiben. Russlands Ressourcendiebstahl in der Ukraine. Die außergewöhnlichen Reichtümer der Ukraine in den Bereichen Energie, Mineralien und Landwirtschaft sind die Beute des Kreml. Mit Ausnahme der Landwirtschaft und der Kohle blieben viele der ukrainischen Rohstoffe während der sowjetischen und eines Großteils der postsowjetischen Ära unterentwickelt und unerforscht. In den letzten Jahren vor 2014 hat die Ukraine versucht, ihre wirtschaftliche und energetische Sicherheit durch die Erschließung dieser Ressourcen und die Diversifizierung ihrer Exporte weg von Russland zu erhöhen. Im Jahr 2013 begann die Ukraine mit umfangreichen
erfolgreichen Privatisierungsbemühungen im Öl- und Gassektor, die jedoch durch die russische Invasion und Annexion der Krim im Jahr 2014 und die militärische Intervention im Donbass unterbrochen wurden. Russlands angekündigtes Kriegsziel, die Eroberung der östlichen Regionen und der Südküste der Ukraine, ist kaum zufällig gewählt. In diesen Regionen, einschließlich des ukrainischen Abschnitts des Schwarzen Meeres, der jetzt hauptsächlich von Russland kontrolliert wird, befinden sich etwa die Hälfte des konventionellen Erdöls der Ukraine, 72% des Erdgases und fast die gesamten Kohlereserven des Landes. Der Großteil der bedeutenden ukrainischen Mineralien, insbesondere der begehrten Seltenerdmetalle, befinden sich ebenfalls in Donetsk und anderen Teilen der Ukraine, die entweder von Russland besetzt oder bedroht sind. Nachdem Russland 2014 die Krim und 2022 einen Großteil der ukrainischen Schwarzmeerküste erobert hat, kontrolliert Moskau nun schätzungsweise 80% der riesigen ukrainischen Offshore-Kohlenwasserstoffvorkommen, darunter über 37 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Putin pumpte nach der Annexion der Krim deswegen auch riesige Subventionen auf die Halbinsel, die wirtschaftlich kaum noch eigenständig überlebensfähig ist. Ohne Zugang zum mittlerweile gesprengten Kachowka-Staudamm war sie von einer ausreichenden Wasserversorgung abgeschnitten und der allmählichen Vertrocknung ausgesetzt. Seit 2014 war die einst blühende und lukrative Landwirtschaft auf der Halbinsel daher massiv eingebrochen. Putin wusste, dass er auch die Südukraine unter seine Kontrolle bringen muss, wenn er mit der Krim auf einen grünen Zweig kommen will. Die direkte Landverbindung mit dem Mutterland verstärkte aber vor allem die militärische Bedeutung der Krim. Russland hatte die Halbinsel schon im Vorfeld der Invasion 2022 zu so etwas wie einem gewaltigen Flugzeugträger ausgebaut. Einer wichtigen Militär- und Nachschubbasis, ohne die es den Süden der Ukraine weder so schnell hätte erobern, noch so gut während der ukrainischen Gegenoffensive 2023 verteidigen können. Die Landbrücke zum Mutterland wiederum ermöglicht eine effizientere Versorgung und Verstärkung der Schwarzmeerflotte in Sewastopol und erleichtert militärische Bewegungen in der gesamten Region. Dies festigte Russlands Präsenz im Schwarzen Meer allgemein und verbesserte seine Fähigkeit, den Zugang zum Asowschen Meer zu kontrollieren. Geopolitisch und militärstrategisch bilden die Krim und die Südukraine zwei untrennbare Zwillinge. Wenn man beide in der Hand hält, werden sie unermesslich wertvoller. Und wenn man einen davon verliert, dann ist auch der andere nur schwer zu halten. Der Landkorridor zwischen der Krim und Rostow am Don schafft einen zusammenhängenden russisch kontrollierten Streifen entlang der ukrainischen Schwarzmeerküste, was Russlands Einfluss in der Region immens stärkt, auch mit dauerhaften Auswirkungen auf die Situation in der Ostukraine und benachbarten Regionen. Symbolisch unterstreicht die Krim Russlands historischen Anspruch auf die Ukraine als Ganzes, als Teil eines angeblichen russischen Kulturraums. Sie dient Putin der innenpolitischen Propaganda, der Rechtfertigung seines Herrschaftsanspruchs. Und auch nach außen demonstriert sie Macht, vor allem weil es Russland geschafft hat, sie physisch mit dem russischen Staatsgebiet zu verbinden. Das Problem für Putin liegt also darin, dass die Krim und das politische Projekt, das er um sie gesponnen hat, einfach viel zu bedeutend für ihn sind, als dass er sie einfach so aufgeben könnte. Gleichzeitig bildet sie jedoch auch seine Achillesferse, weswegen sie die Ukraine unbedingt zu einem der Brennpunkte des Krieges gemacht haben. Und während sie schon Bachmut und Avdiivka zu großen tödlichen Venusfallen für die Russen konstruiert haben, in denen diese massenhaft militärische Ressourcen verbrennen mussten, um eher zweifelhafte politische Ziele zu erreichen, so könnte dieses Konzept mit der Krim wahrlich gigantische Ausmaße annehmen, das alle bisherigen russischen Verluste in den Schatten stellen wird. Die Bedeutung der Krim für beide Seiten wird daher immer weiter zunehmen. Für Putin, weil sie einen Großteil des Fundaments seines ideologischen wie machtpolitischen Kartenhauses darstellt. Und für die Ukraine, als auch Europa als Ganzes, nicht nur weil ihr Verlust Putin politisch das Genick brechen könnte, sondern auch weil sie nur so die gewaltigen Rohstoffvorkommen in ihren Gewässern erschließen und zu einer Rohstoffgroßmacht aufsteigen kann. Mit diesen könnte Europa dann energetische Unabhängigkeit und einen großen wirtschaftlichen Vorteil im globalen Wettbewerb erlangen. Es ist wichtig, die Gründe für die Annexion der Krim durch Russland zu verstehen, vor allem in Bezug auf Energieressourcen. Von der Ukraine wurde erwartet, dass sie eine wichtige Rolle in der zukünftigen europäischen Energieperspektive spielen würde. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass der Kreml die Hinwendung der Ukraine zum Westen als Verlust für sich selbst in einem Nullsummenspiel nach dem Konzept des Gleichgewichts der Kräfte betrachtete. Daher versuchte Moskau, eine schwerwiegende Veränderung des Kräfteverhältnisses zu verhindern, indem es den geoökonomischen Wert der Ukraine für den Westen im Sinne eines subtraktiven Ansatzes zerstörte.
Das könnte bedeuten, dass es Moskau wichtiger war, der prowestlichen ukrainischen Regierung die Energieressourcen des Schwarzen Meeres vorzuenthalten, als sie zugunsten Russlands an sich zu reißen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Russland selbst reich genug an Bodenschätzen ist, ohne die Ressourcen der Krim zu benötigen. Man könnte argumentieren, dass Russland eine Energiekoalition gegen seine Dominanz auf dem zukünftigen europäischen Gasmarkt verhindert hat. Dies wurde durch die Annexion der Krim und die Destabilisierung der Ostukraine erreicht. Und aus diesem Grund bildet vor allem die Krim die Grundlage für eine außergewöhnliche und bislang auch außergewöhnlich erfolgreiche Kampagne der Ukrainer während der letzten Monate. Diese ist Teil ihrer Strategie der aktiven Verteidigung, baut aber natürlich auch schon auf vorangegangenen jahrelangen Kämpfen und Kampagnen auf. Während die ukrainischen Streitkräfte mit ihren Drohnen- und Raketenangriffen sowohl aus der Luft als auch auf See die Temperatur auf der Halbinsel immer weiter erhöhen und hoffen, dass sie für die Russen unerträglich wird, müssen letztere unter allen Umständen versuchen, sie verteidigungsfähig zu halten. Ihr könnt Gift darauf nehmen, dass die Russen einen großen Teil ihrer militärischen Macht und Ressourcen einsetzen werden, um die Krim so lange wie möglich zu halten. Also, wie stehen die Chancen beider Seiten, ihr jeweiliges Ziel auf der Krim zu erreichen? Nun, haltet euch fest, denn nach gründlicher Überlegung ist die Antwort weitaus eindeutiger und überraschender, als von den meisten Experten und Analysten dargestellt wird. Die Ausnahme von den Regeln des Stellungskriegs, die ihn beenden kann. Ganz sicher habt ihr euch schon häufig die folgende Frage gestellt: Wer wird und wer kann diesen Krieg gewinnen? Muss er wirklich so lange weitergehen, bis eine der Seiten komplett zermürbt ist? Werden den Russen Männer und Material eher ausgehen, als den Ukrainern die Kuhdörfer und Baumreihen für die erstere von Putin geopfert werden? Oder gibt es für die eine oder andere Seite eine Art Abkürzung, einen Cheatcode? Nun, die Antworten darauf, auch von Experten, sind oft von Meinung, Hoffnung, Ideologie oder Panikmache geprägt. Da wäre zum Beispiel der Einsatz von Atomwaffen durch Russland, um zum Beispiel Kiew einzunehmen. Aber das ist Fantasterei. Putin und seine Führungsklicke würden damit ihr Todesurteil unterschreiben und das wissen sie. Nein, lasst uns diese schwierige Frage doch mal auf sachliche und rationale Weise beantworten. Der Schlüssel dazu liegt vor allem darin, die verschiedenen realistischen Optionen jeder Seite für einen Sieg bzw. die Risiken, die zu einer Niederlage führen würden, zu analysieren und die Wahrscheinlichkeit ihrer Umsetzbarkeit zu bewerten. Also, was würde für die eine oder andere Seite überhaupt als Sieg oder Niederlage gelten? Welche Umstände würden es einer oder beiden Seiten unmöglich machen, den Krieg weiterzuführen? Welche Entwicklung könnte ab einem bestimmten Punkt einen Dominoeffekt auslösen, der einer der beiden Seiten keine andere Wahl mehr lässt, als aufzugeben? Angesichts der Statik der Front und der nach wie vor ungebremsten Anstrengungen beider Seiten, den Konflikt für sich zu entscheiden, müsste es sich schon um ein wirklich disruptives Ereignis bzw. eine wirklich starke und irreversible Entwicklung halten. Eine Entwicklung, die vor allem eine unidirektionale, selbstverstärkende Dynamik aufweist. Aber Fakt ist nun mal, dass ich persönlich keine derartige Aussicht identifizieren kann, die den Krieg definitiv zugunsten Russlands entscheiden könnte. Ein Wahlsieg Trumps und das Wahrwerden seiner ukrainefeindlichsten Drohungen könnte ein Kandidat dafür sein, aber auch dies ist etwas, auf dessen Kompensation sich zum Beispiel die Europäer mittlerweile mit Hochdruck vorbereiten. Hier ist sicherlich keine unidirektionale Dynamik zu erkennen. Aber was meint ihr? Denkt doch mal eine Sekunde ganz intensiv darüber nach, ob es irgendeinen Schachzug oder potenziellen Mechanismus gibt, mit dem Putin den Krieg definitiv gewinnen könnte. Und schreibt mir dann in die Kommentare, ob euch da mehr einfällt als mir. Vielleicht übersehe ich da auch was. Und nein, ich meine damit nicht, dass die Russen einfach so weitermachen wie bisher und den Druck unter astronomischen eigenen Verlusten aufrechterhalten, bis die Ukraine irgendwann ausgezehrt ist. Denn das ist ein Hin und Her, das wirklich noch ewig dauern kann. Selbst wenn die Zeit hier, wie einige meinen, für die Russen spielen mag, so spielt sie doch in einem derartigen Schneckentempo, dass jegliche Aussage über Erfolg oder Misserfolg weit unterhalb jeder Messfehlerschwelle liegt. Der Punkt ist nun aber, dass die Ukraine durchaus über einen solchen Cheatcode verfügt. Ein Hebel, mit dem sie die russische Kriegsmaschinerie durch den Einsatz einer viel geringeren Kraft aus den Angeln heben kann. In meinem letzten Video habe ich ja die Entwicklung dargestellt, die sich in den letzten Monaten entlang der etwa 1300 Kilometer langen Front herauskristallisiert hat. Selbst wenn wir uns die Punkte mit den stärksten territorialen Veränderungen ansehen, handelt es sich sowohl aus operativer, vor allem aber aus strategischer Sicht um Nullsummenspiele. Vor 4 Monaten befand sich die Kontaktlinie etwa 5 Kilometer östlich von Otscheretine und jetzt liegt sie etwa 5 Kilometer westlich davon.
Und die russischen Vorstöße von Bachmut aus in Richtung Chassiv Yar waren noch viel erfolgloser. Übrigens, das, was ihr gerade gesehen habt, war kein Standbild, sondern eine Animation der Frontveränderungen während der letzten 4 Monate. Und diese Art des Vormarsches zeigt uns ja eindeutig ein paar Fakten auf. In erster Linie ist es in diesem Krieg extrem schwierig, etwas anderes als von der Infanterie geführte Angriffe zu unternehmen. Die kleinen Vorstöße der Russen spielen das wieder, was wir im Grunde genommen auch letzten Sommer während der ukrainischen Gegenoffensive erlebt haben. Auch damals haben die Ukrainer innerhalb von 3 Monaten ähnlich kleine Entfernungen zurückgelegt. Allerdings unter viel geringeren Verlusten als die Russen jetzt. Aber in beiden Fällen liegt das alles an den grundlegenden Vorteilen der defensiven Feuerkraft, die das Geschehen aktuell und noch auf unabsehbare Zeit dominiert. Die Vorstellung eines mechanisierten Vormarsches mit kombinierten Waffensystemen, wie er den russischen Streitkräften durchaus vor dem 24. Februar 2022 prophezeit wurde, beruht auf der Fähigkeit, gepanzerte Fahrzeuge in großen Stückzahlen an der Front aufzufahren und auch logistisch zu versorgen, unterstützt von Starrflüglern und mobiler Artillerie, die es ihnen ermöglichen würde, Durchbrüche auszunutzen. Durch oder um die feindlichen Streitkräfte herum vorzurücken, schnell in die Tiefe vorzustoßen und das gewonnene Gelände in guten Stellungen zu sichern. Aber diese Form des Krieges hat für den Moment und in der Ukraine aufgehört zu existieren. Die hohe Redundanz und Resilienz an Aufklärungsmöglichkeiten und die Bandbreite an Verteidigungswaffen, von präziser Artillerie über Handfeuerwaffen bis zu Minen und zunehmend auch Drohnen, führt dazu, dass angreifende Fahrzeuge, wenn sie auftauchen, sehr schnell entdeckt und zerstört werden. Deswegen haben wir noch keine erfolgreichen gepanzerten Kolonnenbewegungen gesehen, denn wann immer sie versuchen, offensiv eingesetzt zu werden, werden sie geortet und zerschlagen, bevor sie vorrücken können. Für die angreifende Seite ist die Zahl der erfolgversprechenden Operationen also extrem gering. Dabei ist es vollkommen unerheblich, ob sie aktuell das Momentum oder die Initiative hat. Im Gegenteil, wenn wir etwas aus den letzten Monaten lernen konnten, dann, dass wir uns in einer Art Jiu-Jitsu, Mikado oder Treibsandsituation befinden. Und sicher gibt es doch anschaulichere Metaphern für alle, die es noch nicht begriffen haben. Jedes Momentum führt nur dazu, dass sich der Angreifer selbst mehr schadet als dem Gegner. Tja, und daher ist es vollkommen verständlich, wenn ihr im Zusammenhang mit der Krim jetzt einwenden werdet, aber Mark, dann ist es doch unmöglich, dass die Ukraine die Krim zurückerobern kann. Vor allem, wenn du dir ihre Geografie, diese ganzen Sümpfe und so weiter ansiehst. Nun, nicht so schnell. Die Strategie der Ukraine ist nämlich wesentlich ausgefuchster und beruht darauf, dass der Verteidiger quasi zum Angreifer werden muss, wenn er überleben will. Ähnlich wie in Saw. Denn das Dilemma der Russen ist eben, dass im Fall der Ukraine Angriff die schlechteste Verteidigung ist. Okay, aber was meine ich damit eigentlich und wie soll das Ganze funktionieren? Genau das zeige ich euch jetzt. Aktive Belagerung. Der Militärhistoriker Philip P. O'Brien hat sich ausgiebig mit der Situation der russischen Streitkräfte auf der Krim auseinandergesetzt und er hat ihr dortiges operatives Dilemma sehr treffend beschrieben. Die Russen können die Krim nicht mit dem halten, was sie normalerweise in diesem Krieg einsetzen würden. Massen von schlecht ausgebildeter Infanterie, die sie ohne Rücksicht auf ihr Leben in den Kampf schicken könnten. Dies ist ein Fernkampf um die Kontrolle über das, was früher Kommunikation genannt wurde, zwischen ihnen und den Ukrainern. Die Russen versuchen, die Fähigkeit aufrechtzuerhalten, Nachschub, Logistik in und aus der Krim zu transportieren und die Ukrainer versuchen, ihnen diese Fähigkeit zu verwehren. Die Schlacht um die Kontrolle der Kommunikation wird durch fortschrittliche Systeme gewonnen oder verloren, die in komplexen Systemen, Luft- und Seestreitkräfte, Attack-Camps, Luftabwehr und so weiter eingesetzt werden. Es ist die wohl fortschrittlichste Kriegskampagne, die wir derzeit sehen, was nicht unbedingt zu Russlands Vorteil ist. Mit anderen Worten, seine strategischen Ziele zwingen Russland weiterhin eine große Menge seiner teuersten Ausrüstung einsetzen zu müssen, um die Logistik für die Halbinsel zu schützen. Das heißt, obwohl die Krim bis jetzt ein großer strategischer Trumpf für Russland war, könnte sie sich nun in ein strategisches Problem verwandeln. Oder eigentlich eher ein strategisches Dilemma, denn für Probleme gibt es Lösungen. Gut, aber wie wollen die Ukrainer dieses Ziel nun konkret umsetzen? Nun, klar ist, ihre Kampagne wird alles andere als einfach sein, aber sie ist machbar und realistisch. Um die logistischen Verbindungen auf die Krim zu kontrollieren, müssen sie 3 verschiedene Transportmöglichkeiten für die Russen kappen oder zumindest stark einschränken. Bei den ersten beiden handelt es sich um die Kertschbrücke und den Schiffsverkehr. Russland nutzt eine Reihe von Häfen auf der Krim, um seine Marineschiffe zu stationieren und Nachschub heranzuschaffen, auch wenn dies immer schwieriger geworden ist. Es gibt russische Marinestützpunkte in Sevastopol und Feodosia,
Moskau und ein Fährhafen in Kertsch redundant zur Brücke. Aber das ist noch nicht alles. Während des langen Krieges hatten die Russen die Möglichkeit, eine weitere Verbindung zu schaffen. Sie hatten genug Zeit, um mit dem Bau einer neuen Eisenbahnverbindung auf die Krim zu beginnen, die durch die besetzten ukrainischen Regionen am Asowschen Meer führt. Putin plant 720 Kilometer lange Eisenbahnstrecke zur Krim. Russischer Präsident sagt, dass die Route als Nachschublinie für Truppen dienen wird, wenn die Ukraine die Brücke von Kertsch zerstört. Es ist noch nicht klar, wann diese voll funktionsfähig sein wird, aber sie stellt ein echtes Problem für die Ukraine dar. Eisenbahnlogistik ist äußerst leistungsfähig. Sowohl ihre Kapazität als auch Effizienz sind viel höher als der Transport per LKW. Und das Problem bei der Kappung von Eisenbahnverbindungen besteht darin, dass man sie aus der Ferne, das heißt mit Bombardement, nur schwer dauerhaft außer Betrieb setzen kann, mit Ausnahme von Brücken. Einzelne zerstörte Schienenabschnitte jedoch können sehr schnell und kostengünstig wieder instand gesetzt werden. Der Kostenvorteil liegt ja eindeutig auf Seiten des Verteidigers, wenn der Angreifer sie nicht direkt mit günstigen Artilleriegranaten oder Bomben beschießen kann, sondern teure Raketen braucht und Drohnen einfach keine ausreichende Sprengkraft haben. Und genau aus diesem Grund erprobt die Ukraine zunehmend Angriffsmöglichkeiten auf Lokomotiven. Ein wesentlich lukrativeres Ziel, durch dessen Zerstörung Eisenbahnlogistik wesentlich effektiver und nachhaltiger eingeschränkt werden kann. 6. Juni 2024. In Kursk wurde eine Militärlokomotive von Drohnen angegriffen. 28. April 2024. Militärischer Nachrichtendienst. Zwei Lokomotiven in Russland zerstört. 14. Mai 2024. Ukrainische Drohne lässt Zug entgleisen, der jetzt den Weg zu russischem Waffendepot 400 Kilometer hinter der Front blockiert. Defense Express berichtet über einen neuen unerwarteten Trend des ukrainischen Militärs, die Eisenbahninfrastruktur mit Drohnenangriffen anzugreifen. Und vor allem ist es für die Russen sehr schwierig, eine Antwort zu finden, da die verwundbaren Stellen der Eisenbahnnetze zu weit verstreut und zahlreich sind, um sie alle mit Luftabwehrsystemen abzudecken. Aber an dieser Stelle fragt ihr euch vielleicht, gut, selbst wenn es der Ukraine gelingen sollte, alle russischen Land- und Seeverbindungen auf die Krim zu kappen, kann sie doch immer noch aus der Luft versorgt werden. Ich meine, wir alle kennen die Geschichte der Berliner Luftbrücke. Nun, die Blockade Berlins durch die Sowjets war eine Sache, eine Belagerung der Krim aber eine ganz andere. Denn vor allem braucht die Halbinsel mit ihren 2,5 Millionen Einwohnern nicht nur Lebensmittel, um zu überleben, sondern vor allem richtig schweres Militärgerät, um sich zu verteidigen. Und wenn die Luftverteidigungssysteme auf der Halbinsel bereits jetzt in Massen der Zerstörung durch Attack-Ams und andere Waffensysteme der Ukraine ausgesetzt sind, gegen die sie schier technisch chancenlos erscheinen, dann werden die Russen einfach nicht in der Lage sein, die gesamte Halbinsel per Luftbrücke zu versorgen. Sie ist zu groß und würde zu viel Nachschub benötigen. Vor allem ist Versorgung aus der Luft auch dann schon unglaublich teuer, wenn die Flugzeuge nicht vom Feind abgeschossen werden. Und auf eines könnt ihr Gift nehmen. Würden die Russen eine große Anzahl von Flugzeugen einsetzen, um die Krim zu versorgen, würde die ukrainische Luftabwehr keine Sekunde zögern, genau dort ihre besten Systeme hinzuverlegen. Es wäre wie ein Tontaubenschießen und für die Russen eine Katastrophe, die sie große Teile ihrer Luftwaffe kosten könnte. Etwas, worauf sowohl die Ukraine als auch die USA schon warten. Denn Luftwaffe und Atomstreitkräfte sind die letzten beiden Teile der russischen Streitkräfte, die noch irgendeine reale Bedrohung für die NATO darstellen könnten. Und genau deswegen könnt ihr schon mal auf den zweiten Teil dieses Videos gespannt sein. Dort schauen wir uns nämlich Schritt für Schritt, Phase für Phase an, wie der ukrainische Feldzug auf der Krim konkret aussehen wird. Aber das ist noch nicht alles. Ich werde euch auch ganz plausibel erklären, wieso ich die ukrainische Gegenoffensive 2023 im Lichte der Krim-Strategie und entgegen der breiten Expertenmeinung nicht für gescheitert halte. Ganz genau, ich werde euch eine Reihe wirklich stichhaltiger wie einleuchtender Argumente präsentieren, die beweisen, dass sie im Gegenteil eine wichtige Voraussetzung für einen Sieg der Ukraine sein könnte. Und zwar vor allem in Verbindung mit der Belagerung der Krim. Außerdem werden wir die Entwicklung, die sich momentan auf der Halbinsel vor unseren Augen entfaltet, konsequent zu Ende spinnen, um ihre fatalen langfristigen Folgen für das russische Regime aufzuzeigen. Die drei großen tickenden Krim-Zeitbomben unter Putins allerwertesten. Also vergesst bitte nicht das Abo, unbedingt mit Glöckchen, denn erst das Glöckchen ist ja das eigentliche Abo. Schreibt mir doch bitte auch schon mal in die Kommentare, was ihr vom Krimfeldzug der Ukraine haltet und wie er eurer Meinung nach aussehen könnte. Anschließend könnt ihr dies dann ja mit meiner Darstellung im zweiten Teil vergleichen. Und natürlich gilt wie immer, gebt diesem Video ein Like und teilt es auch mit euren Freunden und in sozialen Netzwerken. Natürlich freue ich mich auch jederzeit über eine kleine Spende von euch, mit der ihr meine Arbeit auf freiwilliger Basis unterstützen könnt. Der Link dazu befindet sich in der Beschreibung unter dem Video und ich möchte an dieser Stelle natürlich allen bisherigen und zukünftigen Spendern von ganzem Herzen meinen Dank aussprechen. Macht's gut und bis bald.